Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute, glaube ich, ein relativ kurzes Video vor, denn wir testen die beiden Whey Porridges to go. Ich finde das krass, weil es einfach wie eine 5-Minuten-Terrine funktioniert. Man muss, also wir haben einmal Milk Chocolate und einmal Karamell und natürlich haben wir wie immer den Dennis dabei. Natürlich. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben, also wir werden wirklich nur die beiden Sachen heute testen. Soll man nur mit Wasser anmischen. Wir haben geschaut, man muss auf jeden Fall das einmal schütteln. Dann soll man heißes Wasser, haben wir gerade aufgekocht, hinzugeben und nochmal 5 Minuten ruhen lassen. Dann ist das wie eine 5-Minuten-Terrine. Also so eine Packung kostet 2,19 Euro ohne Rabatt. Finde ich vom Preis her auch nicht schlecht. Wir haben hier pro Becher bei dem Milk Chocolate 234 Kalorien, 29 Kohlenhydrate, 7,2 Gramm Zucker und 14 Gramm Eiweiß. Und hier bei dem Karamell haben wir 225 Kalorien, 31 Gramm Kohlenhydrate, 7,2 Zucker und 15 Gramm Eiweiß. Also so ein bisschen Porridge, Eiweiß-Porridge to go könnte gut sein. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Was glaubst du, was wird dir besser schmecken? Karamell oder Milk Chocolate? Boah, schwierig. Mag ich beides? Ich mag auch beides. Ich tendiere auch eher zum Karamell. Ich kann mir auch Karamell ganz geil vorstellen. Ja. In dem Fall. Das ist besser matched, weil Karamell ja sowieso ein bisschen... Karamell warm ist sowieso geil irgendwie. Ja. Ja, ich kann mir den ganz gut vorstellen, Karamell. Dann bereiten wir das auch auf jeden Fall erstmal zu. So, 5 Minuten sind rum. Das sieht auf jeden Fall halt wie Porridge aus. Ja. Ist sehr fest. Mhm. Stimmt. Okay, aber ich habe erstmal Karamell, dann Schoko und dann tauschen wir. Ich mag die Konsistenz nicht. Mhm. Ja, dein Fazit? Also, wenn das ein bisschen verdünnter noch wäre, würde ich das wahrscheinlich ein bisschen mehr feiern. Grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht. Die Nährwerte sind relativ okay. Ist bestimmt auch eine coole Idee für zweites Frühstück oder so, für das Büro oder für die Uni oder wie auch immer. Und ja, das ist mal dazu. Mhm. Preis geht ja auch. Vorbereitung easy, 5 Minuten Terrine halt, nur Whey Porridge. Ich fand den Geschmack tatsächlich bei Karamell besser, ist aber süßer. Schokolade war nicht schlecht, aber ein bisschen geschmacksneutraler. Dafür habe ich aber bei Schokolade irgendwie die Verpackung rausgeschmeckt. Was? Okay. Ich hatte das Gefühl, ich esse die Pappe mit. Okay. Keine Ahnung, ganz komisches Gefühl. Vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht, weil das halt so geschmacksneutral ist, dass da halt sowas überall rauskommt. Ja. Also für mich, klarer Sieger wäre Karamell, obwohl das, glaube ich, nicht für jeden was ist, weil das doch schon süßer ist. Muss mal gucken. Man könnte es wahrscheinlich auch vielleicht mit irgendwie ein bisschen Milch noch hinzugeben oder so, je nachdem. Ne, hat man natürlich wieder ein bisschen andere Nährwerte, aber könnte man auch ausprobieren. Noch ein bisschen, vielleicht jetzt noch ein bisschen zuckerfreie Mandelmilch oder so reinpacken. Stimmt. Dann wäre der Geschmack nochmal ein bisschen vollmundiger, denke ich mal. Aber von meiner Seite aus, mein Fazit, kann man machen. Mhm. Karamell finde ich besser. Und ja, das ist jetzt nichts irgendwie 5-Punkte-mäßiges, auch nichts Schlimmes. Das wäre so 4 und 3 oder so. Genau, Karamell wäre so 3,5, 4 und Schoko wäre so 2,53. Mhm. Also komplett so im mittleren Bereich. Ja. Und dein Bin ich halt genau deiner Meinung. Ich weiß nicht, was ich da noch ergänzen soll. Naja, also grundsätzlich kann man sich einfach so Night Oats zubereiten zu Hause und über die Nacht irgendwie im Kühlschrank einweichen lassen. Oder halt für die Arbeit ein bisschen Haferflocken, bisschen Karamell oder Zimt oder sowas als Pulver. Und kann den ja auch nach Belieben noch aufpimpen, ne? Ja, genau. Man könnte ja auch noch Früchte oder so reinpacken. Ja. Oder Nüsse. Oder noch ein Schokoproteinpulver. Ich weiß keine Ahnung. Ja, aber man kann das auch so auf Arbeit machen, weißt du? Dann nimmst du ein bisschen Schokopulver, Haferflocken und Milch oder Wasser zur Arbeit, vermischt das alles, packst da sonst was rein, Nüsse. Kannst du auch schon zu Hause quasi noch die Zutaten reinhauen, Deckel drauf, mitnehmen.
Geht auch, je nachdem, geht wie viel Zeit man hat. Ne? Das Produkt an sich ist echt geil, finde ich. Also, finde ich auch. Richtig geile Idee. Ja, kann man machen. Kann man ausprobieren. Ja. Also wenn ihr bei Prozis bestellt, dann könnt ihr das euch auf jeden Fall bestellen. Ich glaube auch, dass es auch noch als klassisch und Zimt auch tatsächlich gab. Mhm. Ich glaube noch eine dritte Sorte, aber weiß ich nicht. Mhm. Also ja, wenn ihr da sowieso bestellt, dann probiert es einfach aus. Ist ganz cool. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr es schon gemacht habt oder ob ihr das noch machen wollt. Ja, das war ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall ein neues Produkt habe ich zum Beispiel so im Supermarkt jetzt nicht unbedingt gesehen. Und finde ich aber eine richtig coole Idee und auch eine Snack-Idee oder zweites Frühstück-Idee. Finde ich wirklich top. Sind wir, glaube ich, beide die gleiche Meinung, hat Dennis ja schon eben gesagt. Also hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abo. Aktiviert die Glocke, damit wir uns nächsten Sonntag um 15 Uhr definitiv wiedersehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.